zum Abschluss dieser Kundgebung ein Mann, der nach Tschernobyl dazu übergegangen ist, die Verhältnisse nicht mehr nur als Journalist zu kommentieren, sondern sie als publizistischer Aktivist zu verändern. Mit seinen Büchern, die inzwischen eine Gesamtauflage von über 2 Millionen haben, hat er die Idee der Energiewende weit in bürgerliche Kreise getragen. Zum Abschluss dieser Kundgebung ein hoffnungsvoller Ausblick. Franz Alt zu der Frage, warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht. Liebe Freundinnen und Freunde der raschen Energiewende, wenn ich an den Vorredner für die Sozialverbände anschließen darf, Solarstrom ist Sozialstrom. Ja. Denn die Sonne schickt uns keine Rechnung. Wie kann man uns länger weismachen wollen, dass die erneuerbaren Energien die Sündenböcke für die Strompreiserhöhung sind, wenn wir eine Energie haben, die nichts kostet? Ich brauche nur Technik. Ist nicht so preiswert und nicht so sozial wie eine möglichst rasche erneuerbare Energiewende. Aber, was die Große Koalition jetzt in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben hat, ist eher eine Kohlewende als eine wirkliche Energiewende. Die Große Koalition will, so steht es jetzt im Vertrag, der Energiewende ausbremsen und abwürgen. Das Ausbautempo für erneuerbare Energien soll mindestens halbiert werden. Und dagegen protestieren wir heute unüberhörbar, aber nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Das muss die neue Bundesregierung wissen. Wir brauchen im Angesicht des aktuellen Klimawandels nichts so dringend und nichts so wichtig wie die möglichst rasche, ultimative Beschleunigung der Energiewende und nicht die Halbierung des Ausbaus beim Ökostrom. Wenn es nachher um 20 Uhr heute Abend bei uns in der ARD so etwas geben würde wie eine ökologisch realistische Tagesschau, was müssten denn dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen am Ende dieses Novembertages sagen? Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder an diesem einen Tag rund 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Wir sind die erste Generation, die dem lieben Gott gnadenlos ins Handwerk pusht. Wir spielen Evolution rückwärts mit der Art und Weise, wie wir heute über fossil-atomare Energieversorgung unsere Energie organisieren. Wir sind die erste Generation, die das tut. Zweite Meldung einer solch ökologisch realistischen Tagesschau. Heute Abend müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Das heißt, 1 zu 1 Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie werden uns verfluchen, wenn wir das nicht so rasch wie irgend möglich ändern. Und das geht, wenn man das wirklich, wirklich will. Es war in Deutschland immerhin möglich, ab dem Jahr 2000, also seit wir das Erneuerbare Energiengesetz EEG haben, den Strom von 5% Öko auf 25% Öko anzuheben. Das heißt, um 500% zu erhöhen. Meine Damen und Herren, wenn wir diesen Prozess weitermachen, kann in 20, 25 Jahren Deutschland und Europa zu 100% erneuerbar sein. Da darf es keine Bremsen geben, sondern politischen Willen, das zu organisieren. Praktisch aber
führen wir heute noch immer mit der alten Energiepolitik einen dritten Weltkrieg gegen die Natur. Das ist die größte Schande unserer Zeit, obwohl wir alle Alternativen schon lange haben. Die Energiewende ist, so hat es Kofi Annan gerade wieder gesagt, die Überlebensfrage der Menschheit. Deshalb ist das Ausbremsen der Energiewende, Frau Merkel und Herr Gabriel, die größte Sünde unserer Zeit. Dass Angela Merkel und Sigmar Gabriel einmal Umweltminister waren, ist im Angesicht des jetzt ausgehandelten Koalitionsvertrags nur noch peinlich. Statt die Energiewende voranzutreiben, beklagen die Vertreter der Großen Koalition noch immer diese sogenannte Strompreisbremse. Vergessen wird, dass der Ölpreis in den letzten 3 Jahren dreimal so schnell gestiegen ist wie der Strompreis, wird einfach verschwiegen. Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, also wir alle, haben in den letzten 13 Jahren etwa 62 Milliarden Euro für die erneuerbaren Energien aufbringen müssen. Das ist richtig. Aber was wurde denn für die alte Energie, für Kohle und Atom, an Subventionen aufgebracht, die aber auf keiner Stromrechnung auftauchen, weil es Steuergelder sind? 400 Milliarden, 60 Milliarden für Erneuerbare und weit über 400 Milliarden für die alte Energie, die auch noch das Klima kaputt macht und die Umwelt zerstört. Das sind die wirklichen Zahlen. Der große ökonomische, ökologische und soziale Vorteil mit erneuerbaren Energien ist eben, dass Sonne und Wind keine Rechnung schicken. Sie sind Geschenke des Himmels. Richtig ist, Energiewende kostet, aber keine Energiewende kostet die Zukunft. Frau Merkel und Frau Gabriel, erneuerbare Energien. Frau Gabriel ist gut. Also ich korrigiere mich, Herr Merkel und Frau Gabriel. Erneuerbare Energien haben grundsätzlich einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert als die alten Energieträger, weil die Erneuerbaren nichts kaputt machen. Das muss gesehen werden. Meine Damen und Herren, wenn ein Atomkraftwerk geschlossen wird, fangen die Probleme erst an. Und praktisch ist das unbezahlbar, was dann auf uns zukommt. Wenn ein Windrad abgebaut wird, habe ich grüne Wiese. Und ich habe keine Folgekosten. Was kostet es, muss man fragen, einen Pförtner zu bezahlen, der 1 Million Jahre lang ein Atommülllager zu bewachen hat? Ihr lieben Freunde und Freundinnen, ein kluger Mathematiker hat das jüngst mal ausgerechnet. Er kam zum Schluss, wenn ein solcher Pförtner für ein Atommülllager pro Monat 2.500 Euro verdienen würde, dann käme im Laufe von 1 Million Jahre mehr Geld zusammen an Kosten für einen Pförtner, als die ganze Menschheit heute an Geld hat. Das sind die wahren Kosten, die aber immer wieder verschwiegen werden. Mit dem Koalitionsvertrag leisten unsere Spitzenpolitiker Beihilfe zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und des Weltklimas. Frau Kraft und Herr Gabriel, wir wollen eine wirkliche Energiewende, aber was die Koalition jetzt vorhat, ist das exakte Gegenteil. Es wird auf einen Energiewende-Torso hinauslaufen. Die C-Parteien verstoßen damit gegen ihren Grundwert Bewahrung der Schöpfung, so wie die SPD gegen ihren Grundwert Schutz der Schwachen. Denn der Klimawandel, haben wir eben gehört, betrifft in erster Linie die Armen und die Ärmsten in der dritten Welt. Nur eine engagierte Bürgergesellschaft kann die Energiewende noch retten. Also Bürgerinnen und Bürger, Bauern,
die Energiewirte, Landwirte, die Energiewirte werden werden. Handwerker, Mittelstand, Hausbesitzer, wir werden die Energiewende von unten organisieren. Die einzige Chance, die wir haben. Also unser Kampf für die Energiewende geht weiter. Ihr Großkoalitionäre, ihr müsst auch in Zukunft permanent mit uns rechnen. Vielen Dank.